Ja, und damit heiße ich herzlich willkommen die Spitze der Handwerkskammer Koblenz. Und in Person sind es natürlich der Präsident Kurt Krautscheid und der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, Alexander Baden. Herzlich willkommen, dass Sie heute bei uns im Studio sind. Freut uns sehr. Wir wollen wie immer und regelmäßig über das Handwerk sprechen, und zwar das Handwerk in unserem schönen Sendegebiet, aber werden auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Es geht nämlich natürlich auch um Europa-Fragen, wenn man das so sagen darf. Doch zunächst, unser letzter Bericht hier und unser letztes Gespräch war anlässlich der Wahl zum Präsidenten. Jetzt sind 100 Tage vergangen, die berühmten 100 Tage. Wie nehmen Sie diese 100 Tage wahr? Und vor allen Dingen, vielleicht könnten wir schon die Brücke schlagen zu dem, was ich eben angekündigt habe, dass wir im Ausland anfangen, der Wichtigkeit und der Bedeutung des Handwerks und des Meisterbriefes. Ja, also zuerst mal die 100 Tage, mittlerweile sind, glaube ich, schon über 120 Tage. Okay. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, welche Zustimmung man bekommt und auch, um wie viel besser die Zusammenarbeit im Hause ist, als man sich vorstellen konnte. Ein ausdrückliches Lob nochmal an die Hauptgeschäftsführung und an die Mitarbeiter im Haus. Also es ist eine ganz tolle Atmosphäre der Zusammenarbeit. Und ich glaube, durch so eine gute Zusammenarbeit kann man auch schon sagen, dass man erste Ergebnisse einfahren konnte. Ich denke, wenn man konstruktiv zusammenarbeitet, kann man sehr viel bewirken. Und jetzt die Brücke zu Europa. Wir waren also schon mehrmals in Brüssel und haben auch natürlich vor der Haustür weiter an den dicken Brettern gebohrt. Heißt also, wir sind, obwohl es politisch vorerst vom Tisch scheint, dass man von Europa aus versuchen will, die Zugangsbeschränkungen, heißt also Meisterbrief, in Deutschland aufzuheben und damit eventuell sogar das duale System zu gefährden, glaube ich trotzdem, dass wir weiter am Ball bleiben müssen, weil auf der Arbeitsebene in Brüssel herrscht immer noch der Glaube vor, dass ein freier Markt mehr Arbeitsplätze bringt. Und ich glaube, selbst wenn es kurzfristig so wäre, wenn man unseren Meisterbrief mal als ich sage mal Verbraucherschutz betrachtet und auch als Hauptstütze des dualen Systems, lohnt es sich natürlich auch für uns, da weiter für zu kämpfen. Und ich glaube, es ist auch besser, da wachsam zu bleiben und ein bisschen Druck aufgebaut zu halten. Ausdrücklich will ich dazu sagen, dass unsere Europaparlamentarier, die wir hier bei uns haben, alle wirklich hinter uns stehen, hinter dem deutschen Handwerk. Und dasselbe erleben wir auch bei Bundes- und auch Landespolitikern. Haben wir bei uns im eigenen Land also die wenigsten Probleme. Ich glaube, das ist einfach schwer für Leute aus anglikanischen Ländern, wo man weiß, der freie Markt regelt alles, zu verstehen, wie ein deutsches System funktioniert. Und da sehe ich auch fast schon die Hauptaufgaben für uns, also dann auch wirklich schon mal vor Ort in Brüssel zu sein und da auch mal wirklich versuchen zu erklären, wie es in Deutschland tatsächlich läuft. Da redet man immer von Zulassungsbeschränkungen und dass wir hier uns abschotten gegenüber Europa. Ich habe es aus unserem letzten Gespräch noch mitgenommen, so viele Zulassungsbeschränkungen haben wir gar nicht. Man kann sich vieles anerkennen lassen hier. Ja, also zu manchen Dingen, ich sage manchmal besser, machen wir besser damit keine Werbung, wie aufgeweicht unser eigenes System schon ist. Es gibt also ausreichend Ausnahmeregelungen, auch gerade für europäische Ausländer, nenne ich mal einfach, die auch mit einer Stufe weniger wenn ein Geselle aus Portugal kommt, der sich gut informiert, dann kann er sich durchaus hier in Deutschland selbstständig machen. Er muss natürlich ein paar Dinge, die vorausgesetzt werden müssen, die für eine Selbstständigkeit in Deutschland einfach da sein müssen. Okay, da muss er sich nachrichten. Aber von der Handwerksordnung her, dass man sagen muss, er muss jetzt den Meisterbrief machen, ist tatsächlich in Wirklichkeit nicht so. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn man sagt, in Brüssel eine Transparenzinitiative, wenn man sagt, dokumentieren, welche Zugangsbeschränkungen in den einzelnen Ländern gibt, ist in Ordnung. Heißt also, wenn aus dem südeuropäischen Raum jemand zu uns kommen möchte und sich hier selbstständig machen möchte, soll er sich ja durchaus informieren können, welche Zulassungsvoraussetzungen da nötig sind. Wir sind ja ein offenes Land, nehmen wir gerne auf, nach ein paar Kriterien richten und dann dürfen sie gerne kommen. Ja. Wir sind ein offenes Land, das ist ein schönes Stichwort, Herr Baden. Für den Meistertitel gab es unter anderem auch Unterschriftenaktionen und da kann man mal sehen, allein hier in Rheinland-Pfalz, dass das einen sehr großen Zuspruch hat. Also so umstritten kann das gar nicht sein. Das waren wie viele Unterschriften insgesamt? Wir haben in Rheinland-Pfalz bei den vier Handwerkskammern über 6.000 Unterschriften sammeln können. Mhm. Unterschriften auch von der höchsten Politik angefangen bis zu ganz normalen Besuchern unserer Handwerkskammer, unserer Ausbildungszentren. Wir haben diese Unterschriften natürlich gelistet, wie das Vorschrift ist, und haben die Liste in Brüssel abgegeben bei unseren Europaabgeordneten mit der Bitte, sie eben im Parlament vorzulegen.
damit eben auch dort erkannt wird, wie stark die deutsche Bevölkerung hinter der dualen Ausbildung und dem damit verbundenen Meisterbrief und den Handwerkskammern steht. Wir waren ganz überrascht, wie stark das akzeptiert worden ist. Also selbst Minister und Europaabgeordnete haben an dieser Aktion gerne teilgenommen. Wir mussten da niemanden zwingen. Das war einfach für die Leute selbstverständlich. Das ist sicherlich das Interessante auch am Handwerk, dass es immer unmittelbar mit dem Leben der Menschen verbunden ist. Also egal, was passiert, Handwerk muss immer reagieren. Und das tut es schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Ich komme ein bisschen zu dem Thema Nachwuchs. Da auf der einen Seite ist es eine traditionsreiche Vergangenheit. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sprechen heute vom demografischen Wandel, etwas, was wir vielleicht vor 50 Jahren noch nicht mal im Fokus hatten. Zumindest ist es öffentlich nicht so stark diskutiert worden, wie wir das heute tun. Wie groß sind die Nachwuchssorgen im Handwerk, Herr Krautscheid? Ja, wir diskutieren ja schon seit vielen Jahren über diesen demografischen Wandel, der auf uns zukommt. Ist jetzt tatsächlich eingetreten, wenn man also auch bei den Zahlen bei uns in der Kammer sieht. Die letzten 5 Jahre sind die Ausbildungszahlen also stetig zurückgegangen, obwohl wir im letzten Jahr, glaube ich, nochmal stoppen konnten. Da hatten wir also erstaunlicherweise, ist auch nicht in allen Kammern in Deutschland so, aber wir hatten mehr Ausbildungsverträge als im Jahr davor. Nur in diesem Jahr sehen wir also, dass diese Kurve also kontinuierlich nach unten geht. Ist auch ein Hauptthema von uns, heißt also, durch die Imagekampagne versuchen wir natürlich an junge Leute ranzukommen. Durch die Änderungen im Schulsystem bei uns im Land ist es natürlich auch wieder ein bisschen etwas Neues. Dadurch hat uns die Hauptklientel der Hauptschüler, ich sag mal, einfach abhandengekommen. Jetzt müssen wir uns jetzt natürlich mit den Realschulen oder Realschulabgängern befassen, vorwiegend. Allerdings auch im gleichen Maße, und das wollen wir weiter so fortführen, auch mit Gymnasium, also Abiturienten. Mhm. Und darüber hinaus ist natürlich eine neue Klientel für uns, wenn in der Gesellschaft, dies ist, glaube ich, das erste Mal, dass mehr jungen Leute studieren gehen, als eine Lehre anfangen. Heißt also, werden uns auch junge Leute in absehbarer Zeit auf uns zukommen, die einen Studienabbruch wird ansteht. Wenn man in die Unis guckt und sieht dann einfach Hörsäle auf den Flur verlegt werden, weil kein Platz mehr da ist. Und dann wird sich so manche junge Mensch auch überlegen, vielleicht nicht zu studieren, sondern da die Kurve zu kriegen und zu sagen, am ersten, zweiten Semester breche ich ab. Und da wollen wir natürlich auch da sein und die Leute auch mitnehmen. Auch so mitnehmen, dass sie wissen, das ist keine Notausfahrt, sondern ist einfach eine andere Abfahrt. Mhm. Dass man einfach sagen muss, das ist jetzt keine Verschlechterung, sondern im Gegenteil. Ja. Und sind ja auch für uns die wirklich guten Leute, die wir im Handwerk brauchen. Mhm. Und da wollen wir also auch ein paar Konzepte machen und auch versuchen, an die Leute wirklich stetig ranzukommen. Wichtig für uns sind natürlich in dem Fall auch die Eltern, sowohl bei den Realschulen als auch beim Gymnasium. Und dann, dass wir uns um, ich sag mal, schulisch Leistungsschwächere gekümmert haben, ist ja sowieso unsere Kernaufgabe schon seit Jahren. Und jetzt kommt für uns ganz kurzfristig dazu, dass wir halt eben mit Flüchtlingen, Immigranten in einer ganz anderen Form zu tun haben. Heißt also, durch IS und Krieg im Vorderasien sind sehr viele Flüchtlinge zu uns gekommen. Und da sind wir auch sehr, sehr gerne willens und auch in unserem eigenen Interesse, uns um die Menschen zu kümmern, besonders um die jungen Menschen und auch Konzepte entwickeln. Bleiben wir noch bei den jungen Leuten. Wir haben eben von der guten Konjunkturlage gesprochen. Wir haben über die Demografie gesprochen und über die Nachwuchssorgen. Wir haben draußen vor den Bildschirmen sicherlich viele Eltern, aber auch Jugendliche, die sich gerade versuchen zu orientieren. Wie sieht es denn mit den Lehrstellen aus, Kammerbezirk? Also wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir ein paar Ausbildungsverträge mehr. Mhm. Im Moment hinken wir im letzten Jahr schon ein bisschen hinterher. Wir warten jetzt sicher die Zahlen genauer haben. Aber nichtsdestotrotz mache ich natürlich gerne Werbung fürs Handwerk. Und ich bin selbst Handwerker und lebe das aus ganzem Herzen. Und ich kann eigentlich bestätigen, junge Leute, die bei uns im Handwerk gelernt haben, und wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung sie nachher auch ihren Beruf ausüben, glaube ich, dass es im Handwerk auch eine hohe Lebenszufriedenheit gibt. Und auch bin ich überzeugt davon, dass man sich mit einem guten Handwerksberuf auch sich und seine Familie später ernähren kann. Und ich glaube fast und hoffe ich eigentlich schon seit ein paar Jahren drauf, dass sich auch irgendwann
Dinge im Markt durchsetzen werden. Heißt also, gute Handwerker wird es immer weniger geben, wenn die Entwicklung so weitergibt. Und dann wird auch so manche Endkunde dafür bezahlen müssen, wenn die Auswahl- und Konkurrenzsituation nicht mehr so da ist, wie sie mal war. Ich glaube, vorhersagen zu können, dass Handwerk auch in Zukunft goldenen Boden hat, und mache da gerne Werbung für. Gut. Konkrete Zahlen. Wie viele freie Lehrstellen haben wir in diesem, oder haben wir noch zurzeit? Wir haben mehrere hundert freie Lehrstellen. Mhm. Und wenn jemand eine Lehrstelle sucht, soll er sich an die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer wenden. Wir haben mit Sicherheit eine passende Lehrstelle für ihn. Da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Das Verhältnis, was früher war, zu wenig Lehrstellen, viel zu wenig junge Leute, hat sich umgedreht. Inzwischen gibt es ja sogar Innungen oder Berufsgruppen, die mit Werbegeschenken dafür kämpfen, dass man sich für sie entscheidet. Ja. Also nichtsdestotrotz glaube ich, die Entscheidungen für einen Beruf fallen bei den Menschen nach dem, was sie davon wissen, ob es dort eine Zufriedenheit gibt. Ich glaube nicht mehr, dass die Menschen ihren Beruf nur da ergreifen, ob ich Millionär werden kann. Es gibt eine Menge Ärzte, die froh sind, wenn sie was am Ende des Monats übrig haben. Und es gibt viele Handwerker, die sicherlich mehr übrig haben, aber im Laufe ihres Lebens zur Bescheidenheit erzogen worden sind und ihren Wohlstand gar nicht zeigen. Deshalb ist es schwierig, mit diesem Bauchargument sich für das Handwerk zu entscheiden. Trotzdem denke ich, das Handwerk hat, wie Präsident Krautschat sagt, eine gute Zukunft, weil es weniger geben wird. Die Qualität bleibt. Die Menschen brauchen gute Handwerker. Also wenn ich heute Morgen aufstehe und stelle fest, an meinem Dach hat der Sturm, der Orkan, 20 Ziegel runtergeworfen, dann möchte ich, dass die Ziegel, die neuen, sorgfältig befestigt werden, damit sie dem nächsten Orkan standhalten. Dazu möchte ich nicht von einem Dachhai bedient werden, sondern von einem Dachdecker aus meiner Nähe, möglichst aus meinem Dorf, den ich nächste Woche noch sehe, der weiß, die Ziegel beim Baden müssen gut befestigt sein, weil ansonsten sagt er mir nicht mehr guten Tag. So, und dieses Verhältnis wird sich noch verstärken, die Nachfrage nach guten Handwerkern. Also das heißt, jeder, der sich fürs Handwerk interessiert, hat heute viel, viel mehr Möglichkeiten, als sie vielleicht vor ein paar Jahren noch waren, online. Man kann im Internet gucken, man kann die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Koblenz besuchen oder auch bei Betrieben vorbeischauen. Oder eine unserer Großveranstaltungen besuchen, die Azubi-Messe auf dem Oberwert, die wir zusammen ja auch mit Mittelrhein TV, mit der Agentur und mit anderen, auch mit der IHK zusammen machen. Super Andrang. Unsere Nacht der Technik in der August-Horst-Straße, 10.000 Besucher von der Wirtschaftsministerin bis zu Oma Hedwig, die mit ihren Enkelchen kommt und sich das anschauen will. Also es gibt wirklich eine Menge Tage der offenen Tür, die wir bieten, wo man sich die Berufe, die in unseren Bildungszentren geboten werden, auch direkt praktisch anschauen kann. Ja. Hier muss also Sie können sogar Bagger fahren, wenn Sie das wollen. Das ist ja schön. Bei der Nacht der Technik oder wo? Ja. Ah, gut. Und hier muss man mal eine Lanze brechen für unsere Handwerker in der Fläche. Nicht, dass der Verdacht rüberkommt, nur in Koblenz wird sowas gemacht. Ja, also ich weiß sehr, sehr viele Tage der Berufe, die auch von Schulen ausgerichtet werden, von regionalen Arbeitskreisen, Wirtschaft und Schule. Also auch in der Fläche sind sehr, sehr viele unserer Handwerkskollegen unterwegs und nehmen teil an regionalen Messen und informieren. Und außerdem unsere Ausbildungsberater ja auch unterwegs in der ganzen Fläche. Und ich glaube, ist auch der einzige Schritt, glaubhaft rüberzubringen, vor Ort. Wenn der Handwerker vor Ort erzählt, der zufrieden ist mit seinem Leben und seinem Beruf, was er macht, wäre damit auch am besten und glaubhaft, sowohl den jungen Menschen als auch den Eltern dieser Menschen rüberzubringen. Wissen Sie noch, wann Sie sich fürs Handwerk entschieden haben? Welche Situation oder wo Sie es erfahren haben? Oder wo Sie? Bei uns ist es ja so, dass mein Vater den Betrieb schon hatte. Deshalb bin ich da fast rein gestolpert. Aber trotzdem kann man ja zurückblickend sagen, ob man damit zufrieden ist, was man da gemacht hat. Ich würde keinen Schritt anders machen. Also das ist doch ein überzeugendes Zitat für das Handwerk. Also alle Informationen haben wir gerade nochmal zusammengefasst. Gibt es natürlich auch online. Es gibt sie hier bei TV Mittelrhein und WWTV auf unserer Homepage. Es gibt sie bei der Handwerkskammer Koblenz. Die Adressen sind jetzt nochmal eingeblendet. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung dann bei allen diesen Veranstaltungen und auf unser nächstes Monatsgespräch, das wir hier dann bei uns wieder im Studio machen dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen. Danke. Gerne.